Wir geben in die Aula. Liebe Aussteller, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, sehr geehrter Herr Bürgermeister Zimmer, sehr geehrter Herr Erster Stadtrat Burlon, es ist mir eine große Freude, Sie alle zur Eröffnung der 13. Ausbildungsmesse an der Weibelfeldschule hier in Dreieich herzlich willkommen zu heißen. 13 Jahre Ausbildungsmesse, für viele ist die 13 ja eine Unglückszahl. Für uns ist sie eine Glückszahl, da Sie, liebe Aussteller, wieder so zahlreich unserem Rufe gefolgt sind. Speziell begrüßen möchte ich noch Frau Hedde, die stellvertretende Leiterin des Schulamtes in Offenbach, Frau Meissner-Kurt, unsere zuständige Dezernentin im Schulamt, sowie Frau Krause und Herrn Gröb von der Wirtschaftsförderung Dreieich, die ja auch mit den ganzen Firmen, die hier vertreten sind, sehr viel zu tun haben und die uns auch bei der Ausstellungsmesse immer unterstützen. Ich will gar nicht lange über Lehrstellenmangel bzw. nicht qualifizierte Bewerber für vorhandene Lehrstellen oder Orientierungslosigkeit bei der Berufs- und Studienwahl reden, nur so viel. Wir haben uns entschlossen, diese Messe mit all den dazugehörigen Nebenveranstaltungen ins Leben zu rufen, um euch, lieben Schülern, bei eurem weiteren Weg ins Leben und ins Arbeitsleben vor allem ein bisschen mehr Hilfestellung geben zu können. Ihr trefft hier im Hause heute auf ca. 105 Firmen, Betriebe, Institutionen, Universitäten, Fachhochschulen, auf 95 Firmen, die an insgesamt 84 Messeständen vertreten sind. Es gibt 13 Workshops für ca. 245 Schülerinnen und Schüler, die 100 Bewerber-Check-up-Gespräche, Vorträge und nicht zu vergessen natürlich im Oberstufengebäude später die Rotaria-Runde, die über Berufe, Studiengänge informieren. Ich glaube, es sind über 400 unterschiedliche Berufe und Studiengänge, die vorgestellt werden heute. Ich hoffe sehr, dass ihr diese Möglichkeiten in ganz hohem Maße nutzt. Ihr habt hier alles auf einem Fleck und ansonsten muss man sich da ganz viele Informationen so einzeln zusammensuchen. Und ich denke, das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser Messe. Diese Messe wäre allerdings nicht möglich ohne alle Aussteller, die uns die Treue gehalten haben und natürlich auch viele Aussteller, die im Laufe der Jahre neu hinzugekommen sind, an die alle ein ganz herzliches Dankeschön. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön an unsere finanziellen Unterstützer. Das ist in erster Linie mal die Stadt Dreieich vertreten durch Sie beide hier, den Kreis Offenbach sowie die Sparkasse Langenseligenstadt, die uns immer wieder auch mit finanziellen Zuwendungen es ermöglichen, dass wir diese Messe überhaupt veranstalten können. Und dann gibt es noch zwei Personen, die ich besonders erwähnen möchte, da ohne ihr Engagement, ohne ihren Einsatz wir als Schule, glaube ich, diese Veranstaltung so ganz alleine nicht stemmen könnten. Das heißt, es ist ein Dankeschön, ich weiß nicht, wo Sie gerade sind, an Frau Sonja Roy und an Frau Ursula Wenburg-Taufelder vom Förderverein. Wo ist denn jetzt die Frau Kaiser? Die wollte mir doch helfen. Da ist sie doch. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch ein Dankeschön für das große Engagement bei der Umsetzung und Realisierung hier im Hause. Da möchte ich mich bedanken bei dem Ausstellungsmesseteam, bei Frau Kaiser und Herrn Sanzenbacher, der ist, glaube ich, hier auch irgendwo unterwegs. Die beiden sind für die Planung und für die Durchführung der Bewerber-Check-up-Gespräche zuständig. Bei Herrn Lumpe, der unsere Homepage pflegt, bei Herrn Czada mit seiner Schülergruppe, die hier Auf- und Abbau organisieren, wie wirklich in der großen Messe. Das geht alles so ratzfatz und flugs, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Gestern Nachmittag
Das war innerhalb von 2 Stunden hier alles gestellt an Tischen. Und heute Nachmittag, wenn Sie alle aus dem Hause sind, geht das genauso schnell wieder, dass die Schule wieder in eine Schule zurückverwandelt wird. Bei Frau Krämer mit dem Infobüro, also auch an die ganzen Schülerinnen und Schüler, die hier eifrig dafür sorgen, dass sie zum einen ihr leibliches Wohl versorgt, dass sie dort versorgt sind, aber auch für sämtliche Informationen. Und dann gibt es da noch die Frau Jacqueline und den Herrn Röpke, die sich um die Workshops und die Vorträge und die Rotarier kümmern. Und mein ganz besonderer Dank gilt heute der Frau Jacqueline, die ich mal hier vorbitten möchte. Sie macht das nämlich das letzte Mal, weil sie dann in ihren wohlverdienten Ruhestand geht, was man fast gar nicht glauben will. Aber vielleicht können wir ja sie trotzdem gewinnen, dass sie uns nächstes Jahr noch ein bisschen hilft dabei. Ganz herzlichen Dank. So, und bevor ich jetzt zum Ende komme, um an Herrn Bürgermeister Zimmer abzugeben, möchte ich allen Teilnehmern einfach noch mal einen tollen Tag wünschen. Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt die Gelegenheit, holt euch so viel Informationen, wie es nur irgendwo geht. Ihr bekommt sie sonst nie mehr wieder auf einem Fleck. Ich wünsche den Ausstellern interessante Gespräche und ich wünsche uns allen einen wunderbaren Tag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Krahl, Herr Kämmerer, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Ausstellerinnen und Aussteller, aber ganz besonders natürlich liebe Schülerinnen und Schüler der drei Eicher Schulen, Max-Eid-Schule, Heinrich-Heine-Schule, Ricarda-Huch-Schule und natürlich der gastgebenden Weibelfeld-Schule sowie der Langener Schulen, Adolf-Reichwein-Schule und Albert-Einstein-Schule. Herzlich willkommen zur 13. Ausbildungsmesse in der Weibelfeld-Schule hier in Dreieich. Die Ausbildungsmesse ist schon eine Traditionsveranstaltung in Dreieich geworden und dennoch ist sie, wie ich meine, aktueller und notwendiger als je zuvor. Gerne bin ich als Schirmherr dieser Ausbildungsmesse tätig, die jährlich eine überaus positive Resonanz erfährt, das nicht nur hier in Dreieich, sondern über die Stadtgrenzen hinaus. So waren im letzten Jahr, meine Damen und Herren, mehr als 2500 Besucherinnen und Besucher hier und konnten sich über dieses breite Leistungsangebot für Berufs- und Schulanfänger informieren. Für die meisten Jugendlichen, meine Damen und Herren, legt die Ausbildung den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Etwa 400 verschiedene Ausbildungsberufe stehen bundesweit zur Auswahl. Junge Menschen stehen vor einer herausragenden Entscheidung. Welche Berufe werden in der Zukunft wichtig und oder modern sein? Keine kann genau voraussagen, welche Berufe in 10 Jahren gefragt sein werden oder wie ein bestimmter Beruf in 10 Jahren aussehen wird. Sicher können wir langfristige Trends erkennen, die uns ahnen lassen, wohin die Reise geht. Neue Berufe in Planungs-, Steuerungs- und Dienstleistungsaufgaben werden zunehmen. Dort werden ebenfalls qualifizierte Fachkräfte gesucht. Und meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen mit Unternehmen weiß ich und auch die Kolleginnen und Kollegen der städtischen Wirtschaftsförderung, dass qualifizierte Fachkräfte gesucht werden. Zum Teil, meine Damen und Herren, händeringend gesucht werden. Und dies zeigt ganz deutlich, wie wichtig eine gute Aus- und Weiterbildung ist. Auch soziale und pflegerische Berufe werden eine Zukunft haben, da die Menschen immer älter werden. Aber auch die traditionellen Berufe bieten Entwicklungspotenziale und sichere Arbeitsplätze. Bäcker, Metzger, Elektroinstallateure, Heizungsbauer und alle Handwerker werden immer gebraucht. Und in der Energie- und Versorgungsbranche stecken immense Entwicklungspotenziale für die Zukunft. Wir müssen also erkennen, dass Berufsinhalte an neue Anforderungen und neue Techniken anzupassen sind. Deshalb hängen gerade die Berufs- und Karrierechancen vor allem an einer qualifizierten Ausbildung und der Bereitschaft. Und der Bereitschaft, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zur permanenten Weiterentwicklung und Qualifikation ab.
Für die diesjährige Ausbildungsmesse wollen Unternehmen, zahlreiche Unternehmen wie der Austra-Aisch und der Region über ihre Ausbildungsberufe und ihre Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Auch wir, die Stadt Raeisch, sind heute hier wieder als Ausbilder vertreten. Wir haben, und das war mir persönlich von Anfang an wichtig, auch unsere Ausbildungsqualität und Quantität verstärkt. Auch für uns, Unternehmen, Stadt, ist eine gute und qualifizierte Ausbildung unerlässlich und ungemein wichtig. Auch haben wir für die Zukunft die Zahl der Ausbildungsplätze in den letzten Jahren wesentlich erhöht. Wir wollen uns auch als Stadt als ein modernes Dienstleistungsunternehmen mit einer breiten beruflichen Vielfalt informieren und präsentieren daher unser Leistungsangebot über die Ausbildungsberufe in der Verwaltung, den Medien, Informationsdiensten und den sozialen Bereichen wie Jugendzentren und Kindertagesstätten. Die Ausbildungsmesse bietet an den Ständen informative und persönliche Gespräche, die sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern und Lehrerinnen es ermöglichen, sich über diese Ausbildungsberufe und Praktikumsplätze zu informieren. Sie bietet aber auch den Ausstellern, den Unternehmen eine großartige Möglichkeit zum Kennenlernen potenzieller Auszubildender und Praktikanten. Daneben bietet sie ein attraktives Begleitprogramm zur Vorstellung von neuen Berufsfeldern. Traditionell und bewährt ist die Möglichkeit eines Bewerber-Check-ups und zum Rollenspiel Einstellungsgespräche mit den entsprechenden Fachleuten. Meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, es ist immer wieder beeindruckend, eine solche Ausbildungsmesse hier zu sehen, die seinesgleichen in der Region sucht. Und das ist natürlich einigen wesentlichen engagierten Personen zu verdanken. Ich danke daher allen Organisatorinnen und Organisatoren, die als Vertreterinnen und Vertreter der Schülerschaft, der Lehrerschaft und des Fördervereins vor und hinter den Kulissen aktiv zum professionellen Verlauf und Gelingen dieser 13. Ausbildungsmesse beigetragen haben. Dazu binde ich ganz besonders auch die Eltern ein, die auch wieder mit dabei sind und hier uns unterstützen, dass diese Ausbildungsmesse wieder ein voller Erfolg wird. Namentlich möchte ich mich insbesondere bei den Hauptinitiatoren des Fördervereins, Frau Sonja Reu und Frau Ursula Wendenburg-Taufelder, und stellvertretend für die Lehrerschaft bei der Schulleitung, Herr Kämmerer, und natürlich bei Ihnen, Frau Kral, und aber auch der Leiterin des Hauptschulzweiges, Frau Beatrix Kaiser, herzlich bedanken. Ohne Ihr Engagement, ohne Ihr wirkliches Wissen und Ihre Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, hier mit einzubringen, wäre diese Ausbildungsmesse in diesem Format nicht möglich. Herzlichen Dank, die sage ich auch im Namen meines Stellvertreters Herrn Burlohn und des ganzen Magistrats. Machen Sie weiter so. Wir brauchen, und vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Unternehmen, brauchen ein solches Forum, wie Sie es hier bieten, in einer exzellenten Form. Machen Sie weiter. Wir wollen Sie weiterhin unterstützen. Herzlichen Dank und vor allen Dingen den Schülerinnen und Schülern viel Erfolg bei Ihrer Wahl oder bei Ihrer Suche nach einem tollen und guten qualifizierten Ausbildungsplatz. Herzlichen Dank und der 13. Ausbildungsmesse wieder einen vollen Erfolg. Und ich glaube, ich darf dann immer an dieser Stelle sagen, die Ausbildungsmesse ist offiziell eröffnet. Allen alles Gute, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bürgermeister Dieter Zimmer.